Vielen Dank, Frau Hummel, dass Sie uns für dieses also wirklich gute Gespräch zur Verfügung gestanden haben und jetzt auch noch für dieses Video-Interview. Wir machen diese Video-Interviews, dass mehr Leute mitbekommen, über was wir uns heute unterhalten haben. Unser erstes Thema, das wir sehr lange besprochen haben, war das Thema Gesundheit. Unsere Maximalförderung heißt, wir fördern eine flächendeckende Gesundheitsversorgung, Grundversorgung in Bayern, vor allem im ländlichen Bereich. Wie sehen Sie das? Da bin ich absolut Ihrer Meinung, weil eine Versorgung medizinisch und pflegerischer Art und Weise ist für die Menschen wirklich essentiell und das brauchen wir nicht nur in den Städten, nicht nur in den Kommunen, das brauchen wir gerade im ländlichen Raum. Und ich habe in meiner Zeit als Gesundheits- und Pflegeministerin da auch sehr viel auf den Weg bringen können, sei es beim Medizinstudium die Landarztquote, das heißt, dass diejenigen dann nach dem Studium auch in den ländlichen Raum gehen, da wo eben Bedarf ist, wo Ärzte gesucht werden, oder eben auch der Bereich Niederlande. Förderung, dass Ärzte eben dahin gehen, wo sie gebraucht werden. Das war es vor allem für Hausärzte gedacht gewesen, aber auch für Kinderärzte, für Frauenärzte, weil es eben gerade hier sehr wichtig ist, dass wir auch in den ländlichen Strukturen Ärzte haben. Oder wenn es eben darum geht, dass man insgesamt die Studienplätze erweitert. Medizincampus Oberfranken ist ein Stichwort, dass eben auch Medizinstudenten jetzt in Bayreuth am Klinikum ausgebildet werden. Aber es gehören natürlich auch die Pflegekräfte dazu. Und die Hebammen. Auch hier haben wir einen Hebammenbonus auf den Weg gebracht, dass Hebammen eben auch eine Unterstützung bekommen, wenn sie tätig sind in ganz Bayern, eben auch in den ländlichen Regionen und gleichzeitig eben auch, wo wir weiter dahinter sind, dass wir Pflegepersonal gewinnen können, dass wir auch mit einem mit einer mobilen Einsatzgruppe sozusagen dafür sorgen wollen, dass diejenigen, die im Pflegeberuf tätig sind, zuverlässig sich darauf verlassen können, wenn sie frei haben, dass sie wirklich frei haben, weil gerade Pflegekräfte brauchen auch eben diese Sicherheit, wenn sie mit ihren Familien was ausmachen, mit Freunden was ausmachen, dass sie nicht immer Bedenken haben müssen, oh, eine Kollegin ist krank, ich muss wieder rein und man dann eben selber sich selbst ein Stück weit immer zu wenig Zeit gönnt, um eben regenerieren zu können. Und deswegen ganz wichtig, wir brauchen eine gute Versorgung für Stadt und Land im medizinisch- und pflegerischen Bereich. Danke sehr. Ein Thema war auch das Fallpauschalensystem, das wir gerne abgeschafft haben. Wie sehen Sie da unsere Forderung? Auch ich bin der Auffassung, dass man im Fallpauschalensystem Änderungen vornehmen muss, weil es zum Teil eben falsche Anreize setzt, dass eben gewisse Operationen sehr gewinnbringend sind. Und deswegen, glaube ich, muss man da sehr genau schauen. Und es verändert sich schon einiges. Und in meinen Augen eben ganz notwendig, hier das nochmal grundlegend auch anzuschauen, um eben nicht falsche Anreize zu setzen. Dass die Idee, die dahinter ist, zu sagen, dass eine Operation erstmal gleich viel wert sein sollte, die Idee ist ja nicht verkehrt, aber der Mensch ist möglicherweise sehr unterschiedlich und hat einen unterschiedlichen Aufwand und es darf eben auch keine Fehlanreize geben, dass eine besondere Operation oder Behandlung sehr lukrativ ist und die sozusagen multimorbideren Patienten, also die viele Erkrankungen haben, die älter sind, dass die eben nicht so gut in dieses System passen und deswegen nicht so lukrativ sind, das kann es nicht sein. Weil eine Gesundheitsversorgung muss für jeden Patienten gleichermaßen da sein. Und deswegen bin ich Ihrer Auffassung, dass man das nochmal eben hier Veränderungen herbeiführen sollte. Hören wir gerne. Ein weiterer Bereich war es ganz grob Arbeit. Eine Forderung, die wir auch haben, ist ein Tariftreue- und Vergabegesetz. Wie sehen Sie denn das? Tariflöhne sind für mich sehr wichtig. Wir haben deswegen auch auf Bundesebene uns dafür eingesetzt, dass zum Beispiel, wenn es um Verhandlungen zwischen den Pflegekassen und den Pflegeheimträgern geht, dass eben Tariflohnzahlung nicht als unwirtschaftlich angesehen werden darf. Das war früher eine Zeit leider so gewesen. Das haben wir von Bayern her in das Bundesgesetz mit eingebracht, dass eben Tariflohnzahlung im Pflegebereich etwas ist, was wirklich die Maßgabe ist und nicht die Ausnahme. Also das ist ein Punkt, wo ich ganz konkret sagen kann, dass ich das sozusagen in meiner Tätigkeit schon unterstützt habe, dass Tariftreue eben was sehr Wichtiges ist. Ich würde mir aber wünschen, dass wir immer auch ein Stück die Freiheit haben und bei einem Tariftreuegesetz, glaube ich, ist es eben wichtig, dass wir dadurch nicht Arbeit
möglicherweise verhindern sozusagen oder erschweren, sondern dass es immer im Mittelpunkt steht, dass wir möglichst viel im Arbeitsbereich auch ermöglichen. Aber das Tariflohn hat ja seinen Sinn. Also ich meine, es geht ja auch darum, dass Menschen eben nicht ausgebeutet werden und nicht unter Lohn bezahlt werden. Und deswegen ist es für viele eben auch gut, dass sie wissen, es gibt diese Tariflöhne, das ist eine gute Maßgabe. Von daher mehr Verpflichtung oder auch Selbstverpflichtung fände ich gut. Beim Gesetz müsste man gucken, wie es ausgestaltet ist und lässt ein bisschen Spielraum, sodass man vielleicht auch vor Ort manches entscheiden kann. Das fände ich ganz sinnvoll. Ein weiterer Bereich war unsere Forderung nach einer sozial-ökologischen Transformation in der Arbeitswelt, wobei uns es ganz wichtig ist, die Beschäftigten mitzunehmen. Das heißt, ich muss mehr im Bereich Bildung, Fortbildung, Qualifizierungsmaßnahmen, auch die Betriebe, auch ein Bildungszeitgesetz fordern. Wie sehen Sie das? Also gerade hier im Bamberger Raum, wo wir ja sehr von der Automobilbranche geprägt sind, sind wir ja mittendrin im Transformationsprozess. Allein über 20.000 Arbeitsplätze sind im Bereich Automobilzulieferer hier in der Region Bamberg. Und da gibt es ja gerade Veränderungen. Und da ist es ja umso wichtiger, dass die Menschen wirklich auch lebenslanges Lernen sozusagen und die Möglichkeiten auch bekommen, sich mal weiterzubilden, sich fortzubilden. Aber ich bin völlig bei Ihnen, es geht immer nur, wenn wir die Menschen auch mitnehmen. Und das ist ja in verschiedenen Bereichen, wenn ich eben Bosch als Firma nennen darf, als Unternehmen, wo wir eben einen Prozess haben, wo man mit der Belegschaft zusammen vieles auch entwickelt hat, wo man gesagt hat, dass man gemeinsam eben schaut, dass möglichst viele Mitarbeiter erhalten bleiben können und man dann gemeinschaftlich eben einen Vertrag abgeschlossen hat, wo man zusammen überlegt hat, welche Zukunftstechniken gibt es, Wasserstoff, Brennstoffzelle. Wir als Freistaat Bayern fördern das mit 17 Millionen, diese Entwicklung. Oder wenn ich an den Cleantech Innovation Park denke, auf dem ehemaligen Michelin-Gelände, wo wir auch mit bis zu 20 Millionen Euro vom Freistaat unterstützen, wo auch lebenslanges Lernen und Innovationen und neue Techniken und neue Energieformen entstehen sollen, also Möglichkeiten, um eben dann auch wieder Arbeitsplätze in der Region zu halten. Also mir dabei sehr wichtig, wie schaffen wir es, hier die Betroffenen zu Beteiligten machen und dann gemeinsam eben Arbeitsplatzsicherung zu schaffen, also ich sag mal zukunftsfeste Arbeitsplätze. Dafür werden wir auch noch mehrere Standbeine benötigen. Deswegen habe ich mich sehr dafür eingesetzt, dass wir auch im Gesundheits- und Pflegewirtschaftsbereich weiterkommen. Das Beispiel ist ja das Medical Valley mit dem Demenzzentrum am Lagarde-Gelände, was jetzt entsteht. Auch hier geht es um Zukunft, um Arbeitsplätze, die wir hoffentlich dann in der Region erhalten können. Dankeschön. Ein Thema war unsere Forderung nach dem Ausbau von regenerativen Energien. Welche Möglichkeiten gibt es da? Wie sehen Sie das generell? Ausbau erneuerbarer Energien ist enorm wichtig. Wir sind in Bayern da auch echt gut dabei, gerade was Photovoltaik, Wasserkraft, Biomasse, Biogasanlagen betrifft. Da sind wir Spitzenreiter auch in Deutschland. Windenergie sind wir so im Mittelfeld. Auch da wird es die nächsten Jahre nochmal einen großen Schub gehen. Und hier würde ich mir manchmal noch mehr so Kreativität wünschen. Also sprich, und einfach, dass man es immer gleich mitdenkt. Wir haben viel überbaute Fläche. Wenn ich an vielen Supermarktparkplätzen vorbeifahre, denke ich mir immer, warum könnte man da nicht gleich Photovoltaik auch mit drauf machen, wie wir es auf dem früheren Michelin-Parkplatz herkennen, wo die Autos gleich unter Photovoltaik-Paneelen sozusagen stehen. Also da einfach das, was da ist, auch auf staatlichen Dächern sind wir gerade dabei, alle zu prüfen, wo geht was, weil wir auch da eine Vorbildfunktion in meinen Augen haben, aber auch im kommunalen, im kirchlichen Bereich. Ich kann mir vorstellen, dass da noch viel mehr geht. Wir haben uns auch vorgenommen, den Photovoltaik-Bereich in den nächsten Jahren wirklich zu verdreifachen nochmal. Aber da brauchen wir viele, viele, die mitmachen. Da geht es aber auch darum, immer Anreize zu setzen und keinen Zwang. Aber wir brauchen die Unterstützung von vielen, auch der kommunalen Ebene, gerne auch die Kirchen. Dankeschön. Wenn Sie es mit der KB zu tun haben, kriegen Sie immer ein Thema. Wir setzen uns für den freien Sonntag ein. Wir sind gegen verkaufsoffene Sonntage. Wie sehen Sie denn unsere Forderung?
Da haben Sie mich schon seit vielen Jahren, nicht zu sagen Jahrzehnten, an Ihrer Seite, weil ich ganz klar der Meinung bin, dass durch verkaufsoffene Sonntage es nur zu einer Verlagerung des Einkaufens führt und nicht zu einem Benefit. Also von daher ist das, was wir an Freizeitmöglichkeiten, an Familienzeit hier ermöglichen, für die Angestellten wichtiger. Auch, dass man die Chance hat, in die Kirche zum Beispiel zu gehen. Auch das, finde ich, sollte man am Sonntag nicht vergessen. Das war ein wunderbares Schlusswort. Frau Hummel, vielen Dank für dieses Video-Interview. Wir wünschen Ihnen am 8. Oktober viel Erfolg, dass es klappt mit dem Landtag. Ich sage aber an der Stelle bei allen, wir würden uns freuen, auch über den 8. Oktober hinaus weiter im Gespräch zu bleiben. Ich glaube, wir haben heute in unserem Gespräch gesehen, dass es Gemeinsamkeiten gibt, die man ausbauen kann, die man gemeinsam weiterentwickeln kann. Also viel Erfolg am 8. Oktober. Vielen herzlichen Dank und danke auch für die Arbeit der KAB. Ich finde es ganz großartig, was Sie immer leisten für eben die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Also vielen herzlichen Dank für Ihre Arbeit. Dankeschön.